Hallo, ich bin Alina Ziranek und hier würde mein Kollege Falk Schuster stehen. Wir sind zusammen Hackfilms, eine Produktionsfirma, kleine aus Halle. Und wir haben den Animadoc Hotel Astoria gemacht. Falk ist Trickfilmer, ich bin Dokumentarfilmerin. Und das ist ein Film über das Hotel Astoria hier in Leipzig und erzählt eine Zeitreise in die 80er Jahre über Begebenheiten, Anekdoten, die Zeiten, das System, was sich alles in diesem Mikrokosmos Astoria abgespielt hat. Ich finde meine Filmthemen eigentlich überall. Also es gibt nicht so die eine Sache, wo ich sage, ich lese immer Zeitung und auf Seite 3 finde ich meine Themen, sondern es ist wirklich alles. Also es sind Gesprächsfetzen, Beobachtungen, auch mal die Zeitung, das Internet und es interessieren mich aber immer bestimmte Sichtweisen auf Begebenheiten oder Menschen. Also es ist immer was ganz Kleines, das aber auch das große Ganze erzählen kann. Ich nutze oft Interviews oder Gespräche. Ich nenne es lieber Gespräche als Interviews, weil für mich Gespräch immer keine Einbahnstraße ist, sondern immer Dialoge sind. Und für das künstlerische, dokumentarische Filmschaffen ist es für mich zumindest wichtig, dass so ein Geben und Nehmen entsteht. Also es ist nicht nur reines Informationen abfragen, sondern es ist eine Atmosphäre schaffen, ein Vertrauen schaffen, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und sich über Themen oder Gefühlswelten unterhält. Ja, also Gesprächstechniken ist so eine Sache. Also ich gehe ja nicht nach irgendeinem Leitfaden, sondern bei mir ist es immer wichtig, einen Erstkontakt herzustellen, auch wirklich meinen Protagonisten, Protagonistinnen zu erklären, worum es mir geht, was mit ihren Aussagen oder mit ihren Geschichten passiert. Dann natürlich ist es ganz wichtig, das Vertrauen herzustellen. Also das passiert mitunter damit, dass ich sage, was will ich eigentlich und wofür? Dass ich auch Links schicke zu meinen anderen Arbeiten, dass sie sehen, wie ich arbeite, was am Ende wird, dass es mir nicht darum geht, jemanden vorzuführen oder bloßzustellen, sondern ich wirklich an ihnen als Person, an ihren Erzählungen ein aufrichtiges Interesse habe. Also auch diese Neugierde. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, sich auf diese Menschen einzulassen und ihnen auch das Gefühl zu geben, sie sind wichtig, sie sind ein Teil eines Projektes. Und erfahrungsgemäß öffnen sich dann die meisten. Wie finde ich denn meine Protagonisten? Das ist auch ganz unterschiedlich. Manchmal ist das wirklich über Empfehlung, dass man sagt, ich kenne jemanden, ist ein ganz toller Mensch, vielleicht solltet ihr euch mal treffen. Also meistens ist es Zufall. Jetzt bei Hotel Astoria war es so, dass ich ganz gezielt nach ihnen gesucht habe, nach Zeitzeugen, die im Astoria gearbeitet haben oder auch da mal zu Gast waren. Und ich hatte auch eine Annonce in der Tageszeitung geschaltet und da haben sich ganz viele gemeldet, die ich dann auch besucht habe und wir dann mit ihnen die Gespräche geführt haben. Oder sie uns dann auch weiter empfohlen haben, sagen, ich hatte noch einen Kollegen, eine Kollegin, ruf die doch mal an. Die kann auch was dazu erzählen. Also das war dann so, das Vertrauen wurde dann sozusagen weitergegeben. Was ich nicht mag und mir das auch relativ schnell auffällt bei Dokumentarfilmen, ist, wenn ich merke, es steht jemand dahinter, also hinter diesem Film, hinter der Kamera, der so seinen Stiefel durchzieht und die Menschen vor der Kamera irgendwie nur ein Instrument sind, nur ein Mittel zum Zweck. Und das spürt man, also ich spüre das ganz stark und bekomme da ganz schnell eine ablehnende Haltung. Weil für mich geht das dokumentarische Arbeiten ganz stark auch mit einer Verantwortung einher, den Menschen vor der Kamera gegenüber, die man manchmal vor sich selbst schützen muss, die sich gar nicht im Klaren darüber sind, was so ein Film oder so ein filmisches Produkt alles anrichten kann, auch für die Zukunft. Und Internet vergisst nichts. Und ich finde, da sollten sich alle Filmschaffenden, egal welches Genre, wirklich darüber im Klaren sein, welche Verantwortung man hat.
Also direkt beim Hotel Astoria war es wirklich das produzentische Arbeiten. Das war unser erstes großes Projekt als Produktionsfirma und wir hatten 6 Förderer und einen Sender und hätten wir vorher gewusst, wie man das jongliert, worauf man achten muss, welche Regularien nicht miteinander kombinierbar sind. Das hätte uns vieles erleichtert. Also wir sind immer noch dabei, das Projekt abzurechnen, jetzt ein Dreivierteljahr nach der Premiere. Und also ein Produzentenjob ist ein eigener Job. Das wussten wir, aber dass das einfach so viele kleine Stolpersteine sind, die einfach nur Erfahrung bringen kann. Dass ich, ja. Hotel Astoria läuft am 18. August beim Kurzsichtig im Animationsfilmwettbewerb und Falk und ich werden da sein und alle Fragen beantworten, die uns ihr oder der Moderator stellt. Also kommt vorbei und wir feiern den Film zusammen.